Konflikte gibt es, seit es Menschen gibt. Doch die moderne Kriegführung öffnet eine neue Dimension. Zerstörung in früher unvorstellbarem Ausmaß. Vor mehr als 100 Jahren beginnt das Zeitalter der industriell geführten Massenkriege. Millionen sterben. Ganze Länder sinken in Ruinen. Krieg stürzt oft beide Seiten in den Abgrund. Ganze Generationen verlieren Zukunft, Heimat, Gesundheit und Wohlstand. Warum führen Staaten immer noch Kriege? Warum sind Menschen immer noch bereit, Kosten und Folgen zu tragen? Für die Wirtschaft, die Gesellschaft, ihre Umwelt und ungezählte Mitmenschen? Warum zahlen viele immer noch den Preis des Krieges? Alles beginnt mit einer einzigen Kugel. Ein Schuss, der ein ganzes Zeitalter in die Tiefe reißt. In einen Konflikt, der alles verschlingt. Eines Morgens wurden wir von schrecklichem Lärm geweckt, als wäre die Hölle losgebrochen. Granaten fielen vom Himmel wie ein Sturzregen. Ich habe den Ausdruck, es regnet Granaten, nie ernst genommen, aber ich muss feststellen, dass es der Wahrheit entspricht. Okay, 1914. Frieden auf der Welt. Die globale Wirtschaft boomt. Ein Laib Brot kostet 58 Pfennig, ein Liter Milch 29 Pfennig und ein Eigenheim nur wenige tausend Mark. Neue Technik verändert den Alltag. In den USA rollt alle 90 Minuten ein Ford Model T vom Fließband. Kaufpreis unter $500. Die Ära der Luftfahrt beginnt. Der deutsche Karl Ingold hält seine Maschine 16 Stunden in der Luft, mit durchschnittlich 105 km/h. Das Leben ist schön. Zumindest scheint es so. Die europäischen Großmächte, Großbritannien, Frankreich, das Deutsche Kaiserreich, Österreich und Russland hatten es lange geschafft, den Frieden zu wahren. Allerdings gab es tiefe Rivalitäten in puncto Wirtschaft, Handel und Kolonien. Da lag schon Spannung in der Luft. In Wahrheit ist der Friede brüchig. 1912 und 13 gibt es Krieg auf dem Balkan. Der Preis des Nationalismus ist eine geteilte Welt. Jedes Land verfolgt nur eigene Interessen. In dieser Welt heißt es, jeder gegen jeden. Die Großmächte schmieden Allianzen, um sich zu schützen, in einem Klima wachsender Spannung. Juni 1914. Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo. Der Thronfolger Österreich-Ungarns fährt samt Gattin im offenen Wagen. Plötzlich eröffnet ein serbischer Nationalist das Feuer. Der Erzherzog und seine Frau werden getötet.
Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg. Sie hat nur auf eine Gelegenheit gewartet, den Emporkömmling im Süden zu zerschlagen. Das Attentat bot den perfekten Vorwand, einen Angriff auf Serbien zu legitimieren. Doch Serbien hat Verbündete, vor allem Russland. Das Ergebnis? Eine Kettenreaktion, die Europa in den Krieg reißt. Auf der einen Seite Frankreich, Großbritannien, Russland, Serbien, Montenegro und Belgien. Auf der anderen Österreich, Ungarn und das Deutsche Kaiserreich. Später kommen unter anderem Italien und das Osmanische Reich dazu. Ein ganzer Kontinent im Krieg. Arbeiter im Produktionsbereich waren betroffen, aber es gab auch Bombenangriffe auf Zivilisten. Der Erste Weltkrieg brach mit der Vorstellung, dass Kriege nur auf dem Schlachtfeld stattfinden und Zivilisten weitgehend verschont bleiben. Das Ergebnis wird jede Vorstellung sprengen. 4 Jahre Krieg, 10 Millionen tote Soldaten und fast ebenso viele Zivilisten. Mindestens 186 Milliarden US-Dollar geben die Kriegsparteien aus. Eine damals unvorstellbar hohe Summe. Die Kämpfe werden Tag für Tag grausamer. Um mich herum herrscht Chaos. Tote und Verwundete, sterbende Tiere, Kadaver, ausgebrannte Ruinen. Zerbombte Felder, Fahrzeuge, Kleider, Waffen, alles um mich herum. So habe ich mir den Krieg nicht vorgestellt. Mehr als 4 Jahre Krieg, das hatte niemand erwartet. Alle gingen von einem kurzen Feldzug aus, von 6 oder 7 Wochen. Ein Irrtum. Geld und Ressourcen werden wichtiger als Heldenmut und Strategie. Krieg bedeutet einen enormen Materialaufwand. Munition und Waffen müssen beschafft werden. Außerdem auch Lebensmittel in riesigen Mengen. Auch das ein großer Kostenfaktor. Schon vor 1914 rüstet Europa kräftig auf. Neben den steigenden Kosten für Waffen und Munition des Heeres fallen in fast allen Ländern die Ausgaben für neue Kriegsschiffe der Marine besonders ins Gewicht. Großbritannien war viele Jahre lang die stärkste Seemacht der Welt. Das Deutsche Reich besaß die größte Landarmee und war in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die am schnellsten wachsende Industrienation. Kaiser Wilhelm II. Ließ die deutsche Marine ausbauen. Er wollte die Briten herausfordern. Das Deutsche Kaiserreich investiert 1913 umgerechnet 28 Millionen britische Pfund in den Bau neuer Kriegsschiffe. Auch Österreich-Ungarn, Italien, Frankreich, Russland und das Osmanische Reich rüsten ihre Marine weiter auf. Spitzenreiter aber bleibt Großbritannien mit 48 Millionen Pfund. Doch der Krieg tobt zunächst nicht auf See, sondern an Land. Im August 1914 beginnt das große Sterben. Österreich-Ungarn greift Serbien an. Russland greift das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn an. Deutsche Truppen dringen in Frankreich und Belgien vor. Schon die ersten Kriegsmonate sind ein Blutbad. 650.000 Männer sterben im Nordosten Frankreichs. An der Marne kommen fast 500.000 Soldaten um. Im Osten fordert allein die Schlacht in Galizien 650.000 Opfer. Als die Illusion vom schnellen Sieg platzt, rücken die Kosten des Krieges ins Blickfeld. Millionen Soldaten brauchen Ausrüstung fürs Schlachtfeld. Kleidung, Socken, Stiefel, Mäntel, Mütze, ein Gewehr mit Bajonett und Tragegurt. Außerdem Essgeschirr und Decken.
Später kommen noch Gasmaske, Stahlhelm und Erkennungsmarke hinzu. All das kostet etwa so viel, wie ein Arbeiter damals pro Jahr verdient. Die kriegführenden Armeen ziehen Millionen zusätzliche Soldaten ein. Alle müssen ausgerüstet und verpflegt werden. Um Waffen und Kriegsgerät in großen Mengen herzustellen, wird die Industrieproduktion in ganz Europa umgestellt. Egal, ob es um Forschung und Entwicklung ging oder darum, einen Panzer, ein Flugzeug, verschiedene Gewehre oder neue Stiefel zu kaufen, man schaute nicht auf die finanziellen Kosten. Was zählte, war die Effektivität auf dem Schlachtfeld. Die Feuerkraft an den Fronten hängt jetzt von der Produktion in der Heimat ab. Ein Krieg, bei dem am Ende die Wirtschaftskraft den Ausschlag gibt. Im Fokus stehen Maschinengewehre und schwere Geschütze. Zu Kriegsbeginn 1914 produziert jedes Land jährlich nur einige hundert Maschinengewehre. Im vierten Kriegsjahr sind es zehntausende Maschinengewehre bei allen Großmächten. Auch die Geschützproduktion vervielfacht sich. Die wirklich maßgeblichen Kosten verursacht die Produktion von Artillerie und Munition. Schließlich kann man keine Kleiderfabrik auf die Schnelle in eine Waffenschmiede für schwere Geschütze umwandeln. Die Regierungen stehen vor der Frage, wie können wir das alles bezahlen? Wer soll den Krieg finanzieren? Zu Kriegsbeginn im Sommer 1914 ist keine Nation vorbereitet auf eine jahrelange Kraftanstrengung. Mit einer robusten Finanzlage konnten die Briten ihre Kriegsanstrengungen zunächst aus eigener Kraft bewältigen. Zusammen mit dem Deutschen Kaiserreich waren sie die stärksten Industrienationen. Beide Länder standen vergleichsweise gut da. Andere Staaten sind schon vor dem Krieg tief in der Krise. Am schlechtesten war es um das Russische Reich bestellt. Zu Beginn des Krieges hatte man hier ein Alkoholverbot verhängt. Leider brachen damit auch etwa 20% der Steuereinnahmen weg. Die Russen setzten bei Kriegseintritt ein Viertel ihrer Staatseinkünfte ein. Und das war eine enorme Belastung. Viele der europäischen Nationen waren von kurzfristigen Krediten abhängig. Großbritannien wird eine Art Bank für seine Partner. Der einfachste Weg, einen Krieg zu finanzieren, sind Staatsanleihen. Der Vorteil? Geringe Zinszahlungen und keine Inflation. So lässt sich viel Geld einsammeln. Doch schon bald müssen sich die Kriegsnationen Geld im Ausland leihen, vor allem in den USA. Der schlechteste Weg der Kriegsfinanzierung ist die Einführung einer neuen Währung. Das führt schnell zur Inflation und damit zu hohen Kosten. Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und das Russische Kaiserreich stehen kurz vor der Staatspleite. In den ersten Kriegsmonaten melden sich Zehntausende freiwillig an die Front. Viele hoffen, an Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Stephen Brown ist 17, als er im Juli 1914 Soldat wird. Nach seiner Ankunft in Frankreich schreibt er seiner Mutter. Liebe Mutter, ich möchte dich nur wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Alles Liebe, Steve.
Stephen Brown sieht sein Zuhause nicht wieder. 5 Monate später stirbt er in Frankreich. Anfang 1915 gräbt sich der Krieg tief in die Erde ein. Schützengräben ziehen sich wie riesige verzweigte Adern von der Schweiz bis an die Nordsee. Maschinengewehre und Kanonen machen jeden Angriff zum Gemetzel. Der Bewegungskrieg der ersten Monate hatte so hohe Verluste gefordert, dass sich beide Seiten wortwörtlich eingruben. Man suchte Schutz vor tödlichem Artillerie- und Gewehrfeuer. Das war die Idee hinter dem Stellungskrieg in Schützengräben. Der Alltag in den Gräben ist für viele kaum zu ertragen. Liebste Mutter, ich schreibe dir diese Zeilen aus dem Schützengraben, in dem ich seit Sonntagabend sitze. Der Schlamm steht mir bis zum Gürtel. Unter ständigem Beschuss brechen die Gräben ein. Ich würde alles dafür geben, weit weg von hier zu sein. Der Grabenkrieg schlug sich auf die Moral der Soldaten nieder. Sie saßen bei Regen und Kälte in den Gräben. Es gab Ratten, Hunger, Krankheit und Dreck. Und außerhalb des Grabens war das Feuer der Maschinengewehre. Der Vorteil der Gräben ist, dass ein Territorium durch relativ wenige Soldaten verteidigt wird. Der Nachteil ist, dass beide Seiten verschanzt sind und niemand durchbrechen und den Krieg entscheiden kann. Die Gräben bieten Schutz vor Maschinengewehren und Scharfschützen, aber nicht vor den Granaten der Artillerie, der tödlichsten Waffe des Ersten Weltkriegs. Liebe Effi, hatte gestern einen ziemlich dreckigen Morgen mit den riesigen Bomben, die uns diese verdammten Mistkerle um die Ohren gehauen haben. Die Dinger waren zwischen 20 und 60 Zentimeter lang und haben 3 Meter tiefe Löcher in die Erde gerissen. Man sieht, wie sie angeflogen kommen und versucht, Schutz zu suchen. Wenig später regnet es Metall und Dreck. Die Angriffe von hunderten Geschützen dauern oft mehrere Stunden. Das Unmenschliche an der Westfront war, dass man durch Artillerie getötet wurde, ohne den Feind je zu Gesicht zu bekommen. Man starb im Niemandsland. 1915 kommt es zur sogenannten Granatenkrise. Die kriegführenden Nationen können den enormen Bedarf zeitweise nicht decken. Bis 1917 stellt allein Großbritannien mehr als 87 Millionen Granaten her. In Österreich-Ungarn sind es in der Spitze bis zu 2 Millionen pro Monat. Die Industrie bringt neue, tödliche Waffen an die Front. Chemische Kampfstoffe sollen den Durchbruch im Grabenkrieg bringen. Giftgas. Eine Waffe, die mehr Angst als Wirkung mit sich bringt. Im April 1915 setzten die Deutschen Giftgas bei Ypern ein. Es war das erste Mal, dass ein derartiges Kampfmittel zum Einsatz kam. Für die Alliierten völlig überraschend. In alten Zeitungsartikeln liest man, dass Menschen dadurch erblindet und wahnsinnig geworden seien. Es galt als eine neue und monströse Art der Kriegsführung. Mehr als 1 Million Soldaten werden Opfer der Gasangriffe. Mehr als 90.000 sterben. Die Alliierten warfen den Deutschen Barbarei vor. Sich gegenseitig mit Gas zu töten sei ungeheuerlich. Aber natürlich fingen sie sofort selbst damit an. Während des Krieges werden fast 200.000 Tonnen Giftgas produziert. Mehr als die Hälfte davon kommt zum Einsatz. Gasmasken sollen die Soldaten schützen. Es gibt sogar Masken für Pferde und Esel.
Wir sehen uns an wie glubschäugige, dumme Frösche. Unter der Maske fühlt man sich nur wie ein halber Mensch. Aus der Atemluft wird bis auf ein paar chemische Substanzen alles herausgefiltert. Was durch den Filter kommt, reicht nicht zum Leben, nur zum Existieren. Abgesehen von der unmittelbaren Wirkung zahlt auch die Umwelt einen hohen Preis. Gas und chemische Waffen generell vergiften Boden, Wasser und Luft auf lange Sicht. Vor einigen Jahren gab es einen Vorfall, nämlich Weintrinker mit Vergiftungserscheinungen. Der Wein war in Eichenfässern gelagert. Das Holz stammte von Bäumen, die wiederum auf verseuchten Schlachtfeldern gewachsen waren. Das Gift des Ersten Weltkrieges hat also bis heute Auswirkungen. Erst 1925, im Genfer Protokoll, wird der Einsatz chemischer Kampfstoffe verboten. 1916 wollen beide Seiten die Entscheidung im Grabenkrieg erzwingen, mit großen Offensiven bei Verdun und an der Somme. Der deutsche Angriff bei Verdun wird zu einer der blutigsten Schlachten der Geschichte. Mehr als 300.000 Männer sterben zwischen Februar und November 1916. Für die Briten wird der 1. Juli 1916 an der Somme zum blutigsten Tag des Krieges, mit mehr als 20.000 Toten innerhalb weniger Stunden. Ein entscheidender Sieg gelingt weder in Verdun noch an der Somme. Militärs bleibt nur die Hoffnung auf neue Kriegstechnik. Winston Churchill, damals Marineminister in Großbritannien, setzt auf die Entwicklung sogenannter Landschiffe. Im September 1916 kommen die neuen britischen Mark I-Panzer an der Somme erstmals zum Einsatz. Als die Briten die ersten Panzer einsetzten, rannten die Deutschen vor Angst davon. Sie hatten keine Ahnung, womit sie es zu tun hatten. Die Landschiffe wirkten damals wie Ungetüme. Sie waren etwas völlig Neues. Die ersten Panzer wiegen knapp 30 Tonnen. Sie schaffen nur 6 Kilometer in der Stunde und brauchen 8 Mann Besatzung. Allein 4 für die Steuerung. 1916 bauen die Briten 150 Panzer. 1918 sind es 1350. Inklusive der französischen Produktion bringen die Westmächte mehr als 5000 Panzer unterschiedlicher Ausführung an die Front. Die deutsche Armee kann da nicht mithalten. Sie lässt im gesamten Krieg nur 20 Stück bauen. Doch Panzer sind im Ersten Weltkrieg nur eine Randerscheinung, anders als eine weitere neue Waffengattung. Flugzeuge. Bereits bei der italienischen Invasion in Libyen 1911 wurden Flugzeuge militärisch genutzt. Der systematische Einsatz aber beginnt im Ersten Weltkrieg. Die ersten Doppeldecker sind noch unbewaffnet. Sie suchen nach Zielen für die eigene Artillerie. Doch schon bald werden die Maschinen mit Waffen ausgerüstet, gegen Bodenziele und gegnerische Flugzeuge. Mit unglaublicher Frechheit flogen die Flugzeuge tief über die Gräben. Völlig unbeeindruckt vom Rattern der Maschinengewehre sollten sie die feindlichen Linien ausspähen.
Alle verfolgten die wilden Luftschlachten und jubelten, wenn ein deutscher Pilot siegreich war. Maschinengewehre machen Flugzeuge zu effektiven Kampfmaschinen. Sogenannte Fliegerasse wie Eddie Rickenbacker oder Manfred von Richthofen werden zu Kriegshelden. Die Flugzeugtechnologie entwickelte sich mit hoher Geschwindigkeit. Frankreich war hier führend. Aber alle tüftelten an Maschinen und Waffen. Zum Beispiel an der Abfolge der Kugeln aus dem Lauf des Maschinengewehrs. Es musste durch einen Propeller feuern, ohne das Propellerblatt zu treffen. Kleine technische Raffinessen, die wahre Quantensprünge im militärischen Einsatz von Flugzeugen waren. . 1914 werden in Großbritannien 250 Flugzeuge gebaut. 1918 sind es mehr als 20.000. Auch Frankreich und das Deutsche Kaiserreich rüsten am Himmel auf und setzen im Kriegsverlauf jeweils 50.000 Flugzeuge ein. Die Herstellungskosten eines britischen Doppeldeckers liegen bei 1.500 Pfund, etwa das Zehnfache des damaligen Arbeiterjahreseinkommens. Kampfjets von heute kosten mehr als das Tausendfache. . 1916 beträgt die Lebenserwartung eines britischen Piloten an der Front im Schnitt weniger als 2 Wochen. Das entspricht in etwa den Überlebenschancen in der Schlacht von Verdun. In den Städten fernab der Front fühlen sich die Menschen zu Kriegsbeginn noch sicher. Doch das ändert sich schon 1915. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden Angriffe auf zivile Ziele irgendwann als normal angesehen. Im Ersten Weltkrieg galt das noch als Gräueltat, wie der Einsatz von Giftgas. Es verletzte die Standards der zivilisierten Kriegsführung und verstieß gegen die unausgesprochenen Regeln. Das Deutsche Kaiserreich bombardiert Großbritannien aus Zeppelinen und Flugzeugen. Insgesamt 59 Luftangriffe hinterlassen 4.743 Tote und Verletzte. Mehr als 2.600 davon in London. Der geschätzte Schaden in Großbritannien entspricht einem heutigen Wert von mehr als 200 Millionen Euro. . 13. Juni 1917, 11.30 Uhr. 20 deutsche Flugzeuge fliegen den schwersten Luftangriff des Krieges. 72 Bomben töten 162 Zivilisten. Gegen Ende des Krieges spielten Flugzeuge eine große Rolle. Sie waren fester Bestandteil des Militärs, unterstützten Offensiven und flogen Bombenangriffe. All das verbinden wir ja eher mit dem Zweiten Weltkrieg. . 1917. Die Verluste an den Fronten steigen weiter. Wer länger durchhält, das ist jetzt klar, wird den Krieg gewinnen. Auch auf See kann keine Seite einen entscheidenden Sieg erzielen. Die Flotten beider Seiten neutralisieren sich. In Nord- und Ostsee, im Mittelmeer, auf dem Atlantik und im Pazifik. Ironischerweise waren die extrem teuren Seestreitkräfte im Krieg von geringem Nutzen. Etwas mehr als 100.000 Seeleute sterben im Einsatz. Millionen Tonnen Kriegsgerät und Fracht werden versenkt. Das Ziel maritimer Kriegführung ist immer dasselbe: Schifffahrtsrouten kontrollieren und den Nachschub des Feindes blockieren.
So ist die Wirkung des Seekriegs hauptsächlich an Land spürbar. Die britische Seeblockade verhindert wichtige Rohstoff- und Nahrungslieferungen an das Deutsche Kaiserreich. Frankreich und England dagegen schöpfen aus den Ressourcen ihrer Kolonialreiche. Doch diese Lebensadern sind bedroht durch deutsche U-Boote. Mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg sollten alle Überseehandelsrouten unterbrochen werden. Die Deutschen wollten Großbritannien genauso von Lieferungen abschneiden, wie das ihnen selbst widerfuhr. Das kostete viele Zivilisten das Leben. Der Angriff auf die Lusitania 1915 war dramatisch. Mehr als 1000 Menschen starben. Der Tod von 128 Amerikanern an Bord der Lusitania bringt den Kriegseintritt der USA näher. Die USA unterstützten Großbritannien und Frankreich mit hohen Krediten. Es gab also ein Interesse am Sieg beider Länder, da sonst das ganze Geld verloren war. Die USA, vor allem das Bankhaus J.P. Morgan, hatte die Alliierten mit 2,5 Milliarden Dollar unterstützt. Die Mittelmächte nur mit 27 Millionen. Es war also klar, auf welcher Seite wir standen. Wir wollten, dass der Westen den Krieg gewinnt. Am 6. April 1917 erklären die USA dem Deutschen Kaiserreich den Krieg. Auf die Frage, warum die USA in den Krieg ziehen, antwortete Präsident Wilson, er wolle mit am Tisch sitzen, wenn die Nachkriegswelt neu geformt werde. Er sagte, sonst stehe ich vor der Tür und kann nur hineinrufen. Die meisten Nationen sind auf Lebensmitteleinfuhren angewiesen, um Bevölkerung und Armee zu versorgen. Der kostspielige U-Boot-Krieg des Deutschen Kaiserreichs ist auch eine Antwort auf Lebensmittelknappheit, die durch die britische Seeblockade ausgelöst wird. 1916 importiert das Deutsche Kaiserreich noch 20.000 Tonnen Weizen pro Monat. 1917 sind es nur noch 3.000 Tonnen. Zu wenig, um die Bevölkerung zu ernähren. Lebensmittel werden knapp. Preise explodieren. Viele Grundnahrungsmittel kosten 1917 doppelt so viel wie zu Kriegsbeginn. Es gibt Schätzungen, nach denen damals mehr als 600.000 Deutsche verhungert sind. Landarbeiter im von Deutschen besetzten Belgien müssen mit 1.500 Kalorien pro Tag auskommen. Am größten ist der Hunger im Russischen Kaiserreich. Er führt zum Sturz des Zaren. Der Nahrungsmangel im Winter 1917 war einer der Hauptgründe für die Februarrevolution. Lenin wusste, dass Russland sich den Krieg nicht leisten konnte. Er forderte Brot, Land und vor allem Frieden. Das revolutionäre Russland will nicht weiterkämpfen und akzeptiert einen harten Frieden mit dem Deutschen Kaiserreich. Doch der Hunger bleibt. Millionen leiden. Tausende sterben. Auch Frankreich zerbricht fast an der Last des Krieges. Die Regierung zieht 430.000 Frauen zur Arbeit in Munitionsfabriken ein. Der Krieg betraf alle. Menschen jeden Alters, aus allen Teilen der Gesellschaft, Arbeiter und Adlige, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten waren beispiellos. Auf der Strecke bleibt auch die Freiheit. Keine Redefreiheit. Antikriegsaktivisten wurden gelyncht und verprügelt. Die politische Linke wurde zerschlagen und zum Schweigen gebracht. Zum Teil auch deportiert.
3. März 1918. Nach der Unterzeichnung des Friedens mit Russland können die Deutschen alle Truppen im Westen einsetzen. Das Deutsche Kaiserreich konnte 50 neue Divisionen an die Westfront schicken, was die Truppenstärke enorm erhöhte. Am 21. März startet die deutsche Armee eine Frühjahrsoffensive und kann mehr als 3000 Quadratkilometer Gelände erobern. 90.000 Franzosen und Briten geraten in deutsche Gefangenschaft. Doch der Erfolg ist nicht von Dauer. Und 1 Million deutscher Soldaten sind verwundet oder tot. Am 8. August beginnt die Schlacht bei Amiens. Der sogenannte Schwarze Tag des deutschen Heeres. Briten, Franzosen, Kanadier und Australier greifen mit frischen Truppen an. Sie treffen auf einen demoralisierten Gegner. Im Deutschen Kaiserreich kommt es zu Meutereien und Aufständen. Kaiser Wilhelm II. Dankt ab. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Allein die direkten Kriegskosten der beteiligten Länder belaufen sich nach damaligem Wert auf 186 Milliarden US-Dollar. Der Wohlstand einer ganzen Generation ist vernichtet. 20 Millionen Menschen sind tot. Auch die Sieger stehen vor einer dunklen Zukunft. Wenn es im Vorfeld eine Kosten-Nutzen-Analyse gäbe, würde niemand in den Krieg ziehen. Kriege werden immer viel teurer als angenommen. Menschen verlieren ihr Leben. Junge Männer, die noch über Jahrzehnte ein produktives Leben führen würden. Krieg macht ökonomisch einfach keinen Sinn. Das russische Kaiserreich verliert rund 2 Millionen Männer. Frankreich 1,3 Millionen. Insgesamt sterben auf Seiten der Alliierten ungefähr 5,5 Millionen Soldaten. Bei den sogenannten Mittelmächten sind es über 4 Millionen, davon mehr als 2 Millionen Deutsche. Zu den Gefallenen kommen ganze Jahrgänge, die für immer an Körper oder Seele geschädigt sind. Ich bin im Krankenhaus und mein Fuß schmerzt noch immer. Ich gehe am Stock. Lieber Bruder, du schreibst, ich hätte Ruhm gewonnen. Ich versichere dir, dass es alles andere als ein gewonnenes Spiel ist. Die Schmerzen werden für immer bleiben. Ich sage dir, in diesem Krieg gibt es nichts zu gewinnen. Für diese Generation ist es unmöglich, den Krieg als etwas Heroisches zu betrachten. Rudyard Kipling überredete seinen Sohn, sich freiwillig an die Front zu melden. Er fiel am ersten Tag. Später schrieb Kipling: Wenn irgendjemand fragt, warum wir starben, sagt ihnen, weil unsere Väter gelogen haben. Der Erste Weltkrieg trifft in einigen Ländern auch die Zivilbevölkerung hart. Genaue Zahlen unterliegen damals der Zensur oder werden erst gar nicht erhoben. Wissenschaftler gehen von 6 bis 12 Millionen getöteten Zivilisten aus. Die Verluste wirken jahrzehntelang nach. Auch Frankreich hatte das Problem, dass eine ganze Generation von Männern ausgelöscht war. Die Familien hatten oft keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Bauernhöfe verfielen, das Land war zerstört. Der Krieg hatte auf französischem Boden stattgefunden. Den Kanonendonner hatte man fast im ganzen Land gehört. Die Siegermacht Frankreich verliert mehr als die Hälfte ihrer nationalen Vermögenswerte. Der Friedensvertrag mit dem Deutschen Kaiserreich soll für Wiedergutmachung sorgen, vor allem durch die Zahlung von Kriegsreparationen. Schon mit der ersten Rate werden 20 Milliarden Goldmark fällig. Geld, das auch benötigt wird, um die finanziellen Spätfolgen des Krieges aufzufangen.
Ein solch großer Krieg erfordert nicht nur große Armeen an der Front, sondern auch die Verantwortung der Regierungen, sich um die heimkehrenden Veteranen zu kümmern. Mehr als 7 Millionen Männer bleiben für immer verstümmelt oder beeinträchtigt. Deutsche und Franzosen, Briten oder Österreicher, denen Beine, Arme oder Augen fehlen, für die ein normales, gesundes Leben für immer ein Traum bleiben wird. Die Generation der Gefallenen ist eine Generation, die fehlt, wie Ernest Hemingway es ausdrückt. Doch auch die Kinder dieser Generation spüren die harten Folgen. Die Zahlungen für die Millionen Versehrten drohen, die Wirtschaft zu erdrücken. In der Weimarer Republik betragen sie bis zu 17% des Staatshaushalts. Die Schrecken des Stellungskrieges verursachen neue, kaum heilbare psychische Krankheitsbilder. In Deutschland nennt man die Betroffenen Kriegszitterer. Neurologen und Psychiater stehen vor diesen Soldaten, die Symptome von Verletzungen zeigen, obwohl es körperlich keinerlei Anzeichen dafür gibt. Das wurde dann als Kriegsneurose bezeichnet. Posttraumatische Belastungsstörungen. Geschätzt mehr als 1 Million Opfer. Militärärzte nehmen die Krankheit kaum ernst und schicken während des Krieges viele Betroffene ohne Behandlung zurück an die Front. Der Erste Weltkrieg hat uns gezeigt, wie Wissenschaft und Technik das Töten perfektionieren können. Und damit müssen wir leben. Der Erste Weltkrieg ist vergleichbar mit zwei Boxern, die sich die Seele aus dem Leib prügeln. Sie stehen immer wieder auf und versuchen es zu beenden. Der wahre Preis des Ersten Weltkriegs ist der Zweite Weltkrieg. Der wahre Preis des Krieges liegt nicht auf der materiellen Ebene. Den Preis zahlen immer die, die kämpfen. Man mag einen Krieg verlieren. Nationen kommen und gehen. Die Sieger können Kosten auffangen. Doch die menschlichen Kosten lassen sich nicht bemessen. Und das sollten wir auch nicht versuchen.